Ah! 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 Was für ein Scheiß! Ah! Oh! Leute, was geht? Willkommen zurück zu World of Warcraft! Ja! Ich hab mir diesen Arbeiter angeschaut und dachte mir, Alter, den musst du synchronisieren, weil es sieht echt behämmert aus. Wisst ihr, wegen Hämmern? Hämmern? Er besitzt nicht mal einen Namen. Richtig, er ist nur ein Arbeiter. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben uns eine Klasse ausgesucht, eine Rasse ausgesucht. Wir müssen Kobolde töten. Ja! Und zwar die mit den Laternen. Die Tagelöhner, nicht wahr? Ja. Oh ja. Kommt voran, am beide Level 2, super weit im Spiel. Natürlich. So sieht's aus. Ach ja, ich bin ein Nahkämpfer. Ich stelle mich so 10 Meter daneben und denke mir so, warum greife ich denn nicht an? Idiot. Wir haben noch keine Party gegründet. Oh, scheiße, genau, stimmt. Okay. Und es hat jemand in die Kommentare geschrieben, wie man sich befreundet, ne? Wir sind angeblich, wir sind sogar schon irgendwie befreundet. Das hat er irgendwie automatisch gemacht wegen der Party. Okay. Da oben links siehst du nämlich dieses eine Symbol, ne? Dieses, ja, das ist so ein Symbol, neben allgemein. Hm? Das ist eine 1, das ist die Freundesliste. Random Kai, Stufe 2, Schurke, online. Grüner Punkt. Oh ja, oh ja. Eingeladen. Super, so muss das sein. Ja. Ja gut, ich dachte halt so, man muss wirklich alles manuell machen, aber dann ist es halt voll automatisch. Ja. Hätte ich aber auch gedacht, dass das eigentlich nochmal das Party ja was anderes ist als Freundesliste eigentlich. Mhm, der ist ja auch. Wenn du in einer Party bist, heißt ja nicht, dass du mit dem befreundet sein willst. Ja, ja. Eben. Kann auch notgedrungen mit jemandem in einer Party sein. Genau. Was ist denn das? Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Wie, du kannst das nicht angreifen? Willst du mich verarschen? Weißt du, ich stehe daneben, greif den an. Ich kann das nicht angreifen. Ja, will er nicht. Ja. Merk schon. Du nicht nehmen Kerze. Doch, ich nehme Kerze. Hat er das gesagt? Da unten, ja. Steht, also er hat es nicht gesagt, er steht da unten. Im so. Chat. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn er das auch noch synchronisieren würde. Ja, ne? Aber wenn das dann auf Deutsch macht. Ja, ja. Ich denke, hier ist ja so viel auf Deutsch synchronisiert, das muss ja eigentlich so. Eigentlich, ne? Ja. So, ich würde sagen, ein kurzer, knackiger Cut, nachdem wir hier diesen Tagelöhner besiegt haben. Okay. Ja. Und das ist genau jetzt. Ich würde sagen, ja. Mm. So, da wären wir wieder. Und wir sind bereit, natürlich einige andere Tagelöhner zu besiegen. Und wen greife ich an, richtig im Gezücht? Mhm. Ja, sehr gut. Die bringen was. Schlau. Oh ja. So. Das sind 8 Stück, ne? Das ist ja, 5 haben yes. wir. Ich glaube, hier ist sogar irgendwo so eine Mine, ne? Wo wir reingehen können. Ja, ist ja so cool. So erst kleine Dungeon. Oh yes. Wobei Dungeon. Ja, so kleines. Keine Instanz, aber so ein kleines. Ja. Level. Wo auf jeden Fall bestimmt auch ein größerer Boss ist, oder? Also halt so ein extra. Oh, das wäre so cool, ne? Irgendwie. Ich kann mich da zwar nicht dran erinnern, aber ich denke schon, dass das irgendwie der Fall ist. So, wir haben. Ach, stimmt. Auf zu McBride. Ja! Den sexy Typen in Rüstung mit Level 20, die Angst vor Kobolden. Oh ja. Kann man hier irgendwo auch sagen, okay, wenn ich jetzt eine Taste drücke, rennt der automatisch oder muss man da wirklich immer die. Nach vorne Taste gedrückt halten. Ich glaube, man muss immer die vorne Taste. Weil bei Order and Chaos ist das so, dass du quasi auf einen fixierten Punkt drücken kannst und dann läufst du quasi automatisch und brauchst halt nur steuern. Achso, mit der Maus, ja, Maussteuerung sollte es ja auch geben, die ist zum Glück aber aus. Ich mache diese Maussteuerung überhaupt nicht. Ach, wo du quasi überall ja. Auch. Ja, da musst du ja immer draufdrücken und dann läuft der dahin, wo du drauf gedrückt hast. Das ist hier eigentlich auch geben. Aber dann komme ich immer mit dem Angreifen durcheinander. Aha. Überprüfung der Echo-Kammer. So, richtig. Es gefällt mir gar nicht, dass sich so viele Kobolde in unserer Mine herumtreiben. Das bedeutet nichts Gutes. Hier, nehmt dies als Bezahlung und sprecht mich wieder an, sobald ihr dazu bereit seid. Denn ich möchte, dass ihr noch einmal in die Minen zurückkehrt. Wir waren niemals bei den Minen. Ah. Aber okay. Scharmützel in der Echo-Kammine. Eure Untersuchungen beweisen, dass die Echo-Kammine gesäubert werden muss. Kehrt in die Mine zurück und helft dabei, sie von den Kobolden zu befreien. Ihr dürft keine Zeit verlieren, Random Kai, Mario El Penis. Je länger die Kobolde sich ungehindert in der Mine aufhalten können,
umso festere Wurzeln fassen sie in Nordhain. Und wir müssen jetzt 8 Kobold-Hilfsarbeiter töten. Und zu McBride zurückkehren. Yes. Für die Allianz. Wir sind immer vorsichtig, Herr Servan. Natürlich. So, ich glaube, dass die Mine quasi hier rechts war, ne? Ja, hier ist aber auch jemand. Oh. Vielleicht auch, dass wir in die Mine Stimmt, gehen. Der ist auch eben erst aufgetaucht, ne? Ich glaube, der war im letzten... Stellvertreter Wille. Den sprichst du. Hat sogar 2 Sachen. Den sprichst du, Alter. Okay. Seit kurzem treibt sich eine neue Diebesbande in Nordheim auch herum. Sie nennen sich die Bruderschaft der Defias und sind auf der anderen Seite des Flusses im Osten gesehen worden. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber ich bin mir sicher, es ist nichts Gutes. Bringt mir die Kopftücher, die sie tragen, und ich werde euch mit einer Waffe belohnen. Wir sollen 8 Sackleinen-Kopftücher zu Stellvertreter Willem in der Nähe der Abfall von Nordheim. Wie rassistisch ist das denn? Die haben einen Glauben. Echt? Hallo. Witzig. Hallo, Igan Pelzschneider. Aha. Igan Pelzschneider sucht nach jemandem, der für ihn erkrankte Wölfe jagt. Das ist gut, da wir im Nordtal letzte Zeit sehr viele erkrankte Wölfe gesehen haben. Wenn ihr interessiert seid, dann sprecht mit Igan. Ihr findet ihn neben der Abtei auf der linken Seite. Okay. Das ist ja einfach. Einfach nur mit dem das sind immer die besten Quests. So levelst du am besten. Und ich glaube, nach der Quest bin ich auch Level 3. Nach der Sprechquest? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe nur noch so 2 Balken. Ungefähr. Mir fehlen noch 80. Hm. 80, aber wenn man da auf den Balken geht, sieht man ja dieses. Ja, ich glaube auch. Ah, versteckt. Ist drin. Ach nee, da. Und ich glaube, ich kriege hier nur 65. 85, ich kriege auch ein Level. Yes. Wölfe an der Grenze. Was auch immer diese Wölfe sich eingefangen haben, es geht nicht weg. Jeden Tag tauchen weitere kranke Wölfe auf. Es tut mir in der Seele weh, dass jemand diese Schöpfungen der Natur in meinem Namen töten muss. Aber wir müssen die erkrankten jungen Wölfe erledigen, bevor die lokale Ansteckung zu einer Epidemie wird. Tötet erkrankte junge Wölfe im Tal und bringt mir ihre Pelze als Beweis eurer Tat. So, 8 Pelze. Die sahen aber echt nicht gesund aus. Nee, ne, die stinken nicht immer. Aber warum sie denn töten? Warum sie nicht irgendwie heilen oder so? Total echt? Dumm. Nein, lieber Genauso töten. Wie mit den Kopftüchern. Und boah, gehen die schnell. Die sind echt leicht. Level 1. Stimmt, wir sind auch direkt an denen vorbeigegangen. Ich hab mich auch gefragt. Ja, aber die Quest war ja. Gerade da. Und dann sind sie auch noch krank. Ne. Nicht nur Level 1, super schwach, schwächer geht's nicht, sondern auch noch krank. Die armen Wölfe. Das tut mir schon fast leid, weißt du, so 2 gegen 1 erstmal. Das ist ja richtig Arschloch. Und dann auch noch das, ist sowas gemein. Warum? Ja, die sind ja zum Geld, die greifen uns ja nicht sofort gleichzeitig alle ja. an. Diese roten, die mit roten Namen, die greifen würden uns ja so richtig, aber auch die Kobolde machen sowas nicht. Die sind auch so halbwegs friedlich. Noch. Richtig. Wobei, ich glaube, die sind so dumm, die haben so ein Erbsengehirn. Ich glaube, die vergessen das wieder, dass man die angegriffen hat. Die sind... Ja, ich denke die auch so, oh, da ist irgendwas, das bewegt Die sind nicht mehr abgefuckt. Vor allem, wie gemein, das ist, die beißen uns. Wir könnten uns voll anstecken. Jetzt haben wir bestimmt Ebola, AIDS, Krebs. Alles gleichzeitig zusammen. Richtig, und natürlich den flüssigsten Stuhlgang, den man sich vorstellen kann. Oh, geil. Das fühlt sich immer super an, wenn du auf Toilette sitzt. Also, okay. Ja. Tolles Thema. Zack. Die lassen diese Pelze gar nicht so. Ja, machen. Leider. Ich habe 7 Stück. Und die verdorben? Die, was? Hä? Wie? Ja, wie viel hast du denn? Nein. Was? Alter. Also, ich würde sagen... Sicher, dass du 8 hast? Ich habe 8. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Okay. Kann es sein, dass ich dir die ganzen Kills geklaut habe? Ich weiß nicht. Was ist das? Nee, aber mein Anzeige ist auch nicht ganz. Ich muss, glaube ich, erst einen wieder sammeln. Warte mal. Weil im Chat steht... Ach nee, das ist random. Nee, das steht random. Mhm. Okay. Ist ja wohl nicht weiter. Das teilen wir uns irgendwie. Ja, da ist wieder ein Feld. Ne? 2. Du hast sie mir geklaut! Das ist gar nicht wahr! Ich habe mir nur das... Schäm ich habe nur das genommen, was mir zusteht. Vor allem, ich brauche ja die ganzen Drops jetzt gar nicht mehr. Weißt du was? Mach du die Wölfe, ich gehe zu den Kobold-Tagelöhnen und hol mir Geld. Ey! Okay. Wo ist mein Geld? Was soll ich sagen? Ich habe deine Kohle nicht mehr.
Oh. Was? Ja, dann musst du sterben. So. Nutte, geh anschaffen. Was soll das denn? Eieiei. Ich weiß gar nicht mal, wollen wir das hier so auch so ein bisschen, gerade bei solchen Quests, wo man nur töten muss und sowas, so ein paar Themen abquatschen, abhandeln und sowas? Haben wir auch in... Ja, können wir immer mal wieder in Iruna richtig, auch richtig. Gemacht, ne? Also die jetzt zum Beispiel schon in Iruna zugeschaut haben, die kennen das ja, dass glaube ich quasi jeder Part off-topic war. Also die ersten Parts hier in WoW, ist ja klar, da redet man halt immer so ein bisschen über das Spiel. Ja. Aber gerade bei solchen Sachen, wo man quasi... Naja, nicht viel machen muss, außer jetzt ein paar Leute töten und ein paar Kobolde töten und ein paar Gegner töten, ein paar Creeps töten. Töten, ja. Genau, da kann man auch mal ein bisschen so herumquatschen, was nicht zum Spiel richtig. Gehört. Ich meine, wir wollen es jetzt aber auch nicht so übertreiben wie in Iruna. Das war, glaube ich, schon echt heftig. Aber man muss auch sagen, dass das Spiel Iruna hat es auch hergegeben irgendwie. Ja, also ich habe ihn im Begriff. Okay, dann let's go. Auch noch ein bisschen Geld. Zack, 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 abgeben oder zum... Ja, wir geben erstmal ab und gucken erstmal. Krass, okay. Ich habe schon wieder fast ein halbes Level durch das Töten allein schon, ne? Ich fast. Ja, ich habe halt so, ja, zwei Balken fehlen noch, sag ich. Ich habe es gerade... Ja, dann hätte ich auch. 485 habe ich gerade. Wie geht's? Ich auch. Mhm. Genau, 485. Hä, echt jetzt? Du hast... Achso, ich bin auch falsch. Ja, ich habe genau 485 gehabt. Warte, jetzt wenn ich abgebe, dann... Hä, wo bist du? Schönen Tag auch. Ich wollte schon sagen, so, hä? Bin zu dem einen komischen Wilhelm gegangen. Wilhelm, der hat doch nichts. Hallo? Herr Random Karl, wie läuft die Jagd nach den erkrankten Jungwölfen? Das war eine unangenehme Aufgabe, Freund. Aber ihr habt euch an euren Teil der Abmachung gehalten. Ich habe hier ein paar Sachen, die euch vielleicht gefallen könnten. Sucht euch etwas aus. Okay. Wolf, Hautarm, Schienen. 15 Rüstung. Hui. Hol ich mir. Ist die Frage, ob ich das tragen kann, aber ich glaube schon. Ja, das andere wird ja rot angezeigt, wenn du es nicht tragen kannst, ne? Ja. Ich guck mal kurz. So, weißt du, was ich nämlich letztens gefunden habe? Ja, können wir gerne machen. Letztens, ich hab mal wieder, ich google ja öfters mal nach News, vor allem bei Nintendo sich hier und da mal, ne? Um zu gucken, was Neues ist, ne? Ob irgendwas angekündigt worden ist. Manchmal machen die es ja auch nicht so groß, sondern dann muss man selber ein bisschen gucken, ne? Nach News. Und das Ding ist die Mine hier überhaupt? Die ist da hinten, da sieht man sie auch schon. Ganz schön. Ah, okay. Da findet man immer mal wieder zu NX was, ne? Vor allem diese Analysten. Du kennst ja bestimmt. Ja, der ist ganz schlimm. Ich hasse den. Der ist so ein Spasti. Ja, und jetzt habe ich letztens so einen anderen Analysten gesehen. Das war, wann war das? Gestern, glaube ich. Und dann hat er so zu NX gesagt, ja, also Nintendo muss auf jeden Fall wieder was Individuelles machen. Wenn die jetzt einfach nur eine PS4 oder Xbox One grafisch machen, dann würde das nicht, dann würde das floppen. Gleichzeitig müssen die aber schon mit dem Strom gehen und schon auch dieselbe Qualität wie die Xbox One oder PS4 haben oder ein bisschen besser. Aber sie müssen trotzdem ein eigenes Zeichen haben, um im Markt bestehen zu können. Und ich denke mir dann immer so bei Analysten, für was werden die bezahlt? Ganz ehrlich, das kann ich doch auch sagen. Ich kann doch auch so ein Wischiwasch sagen, so, ja, also Nintendo kann erfolgreich werden, wenn sie sich an die Konkurrenz grafisch und technisch anlehnen, aber schon etwas Eigenes machen, damit die Leute es auch kaufen und es sich von der anderen Konsole abhebt. Das ist doch Menschenverstand, dass das so gemacht wird. Eigentlich ja schon, ne? Besonders... Und für sowas werden die bezahlt. Ja. Besonders so, der mault ja schon seit Wii U so rum, ne? Seit dem Release schon mault er so rum. Ja, hier, erste Jahr war scheiße, ja, die Wii U ist tot. Ich meine, er hatte recht, aber er ist trotzdem ein Spasti. Ja, Pachter ist echt so ein Arsch, ey. Und der... Das ist ja immer wieder dasselbe. Der sagt immer nie was ganz Genaues. Damit, falls es nicht so kommt, er immer noch recht quasi irgendwie. Ja, und besonders so, er hat immer was zu meckern. Also es ist jetzt nicht so, als würde er irgendwo mal Nintendo loben oder so. Nein, dann sagt er immer so, nein, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, und genau deswegen hat das nicht funktioniert. Hm, natürlich. Weißt du, ich frage mich, wie viel Geld solche Analysten verdienen, weil das wäre doch voll der leichte Job. Eigentlich, aber... Ganz einfach so ein Orakel, so magische Miete. Weißt du, sagst du dann einfach, ja, nein, und kannst das dann einfach sagen und musst dich ja nie komplett testen. Müssen die dafür nicht studiert haben oder so? Als Analyst? Keine Ahnung, wie kommen die sonst da an ihr Ziel? Sind das so erstmal Blogger, die sich da hochgebumst haben oder was? Ich weiß nicht genau, ich glaube, dieser Pachter arbeitet noch für eine Sicherheitsfirma oder so.
so als Berater. Aber als Berater musst du ja nicht studiert haben. Da musst du einfach nur dich hochgebumst haben, dass der Chef dir vertraut. Oder dann, du musst einmal Glück gehabt haben als Mitarbeiter, deinem Chef gesagt haben, ja, also das würde ich nicht machen, dann Recht haben, dass der dich als Berater nimmt, weil der meint, oh, der hat Ahnung, so, weißt du? Ja, aber ist dieser Pachter ein Deutscher, weil da heißt, glaube ich, Michael Pachter oder Michael Pachter, ne? Ja, nee, ich glaube, der ist Englisch. Ja. Tatsächlich. Also amerikanisch. Michael Pachter, obwohl ich Pachter interessanter klingt. Logischer. Ja, weil er halt auch pachtet, ne? Der Spasti. So, ich denke, wir haben die Quest fertig, ne? Ja. Wo kriegen wir denn die Säcke? Ich würde sagen, lass mal die später machen, wenn... Ja, die brauchen wir eh ganz... Richtig, richtig. Außerdem sind wir erstmal bei diesem Kobold-Problem, das müssen wir auch gelöst haben. Und... Genau. Da laufen ja nicht mehr so viele rum, ne? Richtig. Ja, wobei... Guck das mal an. Ein Hase! Aha, kann man ja. Ja! Oh mein Gott, du hast einen Hase getötet! Jetzt meldet sich der Petter bei dir. Kanal wird geschlossen. Ja. Tierfeindlich. Richtig, ja, natürlich, klar. Nee, aber, ja. Hast du sonst noch was zu NX gefunden, außer jetzt diese scheiß Analysten-Rumgeheule? Ja, also es gibt immer wieder diese komischen Patente. Hast du vielleicht ja schon auch gelesen, diesen Controller-Patent mit dem Touchscreen. Aber ich glaube nicht, dass das in der Art das ist, was es ja am Ende wird. Weil das sah sehr, sehr abstrakt und konfus aus. Ich frage mich gerade, aus welcher Serie ich irgendwas mit abstrakt hatte. Es ist abstrakt und irgendwas anderes. Keine Neue Ahnung. Quest. Millie. Ja, Millie genau. Geldmark. Ihr habt euch als verlässlich erwiesen, Mario und Random Kai. Verlässlich ohne Angst. Euch auch mal die Hände schmutzig zu machen, wie? Tja, eine Freundin von mir, Millie Geldmark, hat ein paar Probleme. Sie ist mit ihrem Wagen auf der anderen Seite der Abtei in der Nähe des Stalls. Ich bin mir sicher, sie könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Diese Schrift, ja, ne? Besonders, es gibt auch noch so Briefe und die sehen noch schlimmer aus. Ich denke, die werden wir nicht vorlesen, oder? Nee, Mann. Ist die jetzt drin oder ist die im Stall? Die sieht nicht mehr aus wie eine Frau. Das ist der Typ, Alter. Was kann ich für... Ich bin keine Frau. Hey, Bürger. Und wieder habt ihr euch meinen Respekt und die Dankbarkeit der Armee von Sturmwind verdient. Vielleicht gibt es in der Mine noch immer Kobolde, doch ich werde andere schicken, um gegen sie zu kämpfen. Für euch haben wir andere Aufgaben. Gut. Das kann ich mir... Yay, Handschuhe. Yay. Ich hab einen Gürtel. Ich hab ein Level-Up. Du nicht, oder? Warte, gib mir eine Sekunde. Ah! Tja, Bitch. Ah. Ich bin genauso gut wie du. So, neue Quest. Yeah. Oh. Meldung in Goldhain. Random Kai und Mario natürlich nicht zu vergessen. Ihr habt bewiesen, dass ihr als Schurken und Magier euch um die Sicherheit von Nordhain sorgt. Nun erhaltet ihr zwei Hübschen die Aufgabe, euch dem Schutz des umliegenden Waldes von Elwyn zu widmen. Wenn ihr euch diese Aufgabe stellen wollt, dann nehmt diese Papiere, die bei Marshall Duckern in Goldhain abgeliefert werden müssen. Goldhain liegt in der südlichen Straße, hinter den Grenztoren. Okay. Gut, ab nach Goldhain. Nein, Mann. Nein, aber hier haben richtig, wir also wir gucken erstmal, dass wir hier dieses Abteil erstmal so richtig durcharbeiten. Richtig. So. Oh, die ist AFK und sieh mal, die ist so kniend. Ich könnte mich da vorstellen. Ja, du Stadt gelesen, alles gut? Oh, verdammt, sie hat es gesehen. Oh, verdammt, ich wollte gerade meinen Hosenstall öffnen. Mann. Mist. Jetzt meldet sie uns wegen sexueller Belästigung. Richtig. Gleich noch die Meldung, your band. From the server forever. Egal, IP-Adresse ändern. Echt. Hi, Millie. Oder wie heißt du nochmal? Millie. Millie Geldmark. Was, wegen Geld und wegen Mark? Ja, hallo? Genau. Wie geht's? Ach, Stellvertreter Willem hat euch also gesagt, ihr sollt mit mir reden, ja? Er ist ein tapferer Kerl und immer bereit, mir zu helfen in all meinen Pflichten. Aber seine eigenen Pflichten, ich habe mich verlesen, halten ihn in der Abtei von Nordhain fest. Und ich fürchte, das Problem, das ich heute habe, ist etwas zu groß für ihn. Ich brauche etwas Größeres. Kannst du mir da nicht vielleicht helfen? Mm. Tut mir leid, ich besitze keinen. No. Ach, die redet ja noch mehr. Ja, ich wollte gerade sagen. Eine Bande von Briganten, die Deflas, sind in den
Weinbergen von Nordhain eingedrungen. Als ich gerade bei der Weinlese war, ich habe es den Wachen von Nordhain gemeldet und sie haben mir auch versprochen, dass sie sich darum kümmern würden. Aber ich habe Angst um meine Trauben. Selbst wenn die Devlers sie nicht stehlen, befürchte ich, dass unsere Wachen beim Vertreiben der Rohlinge alles zerstören. Bitte, ihr müsst mir helfen. Die meisten Trauben sind schon in Eimern gesammelt. Aber ich habe sie in den Weinbergen im Südosten zurückgelassen. Bringt mir diese Kübel. Rettet meine Ernte. Sonst fange ich an zu kübeln. Okay, wir sollen Trauben sammeln. So, ich würde sagen, das mit dem Weinberg der Defias, nicht Devlers, Alter. Richtig, also richtig, stehen, richtig. Das machen wir im nächsten Part. Und ich finde so, wenn man hier so ein bisschen durchläuft und quasi die Quests sammelt, ist es besser, als wenn man da immer hin und zurück und hin und zurück geht. Weil momentan ist die Hauptaufgabe, okay, die ganzen Quests mit den Kobolden sind erfüllt. Fürs Erste. Und jetzt geht's hoch zu den Weinbergen. Und ich glaube, das wird richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.